Ein herzliches Willkommen zur Christ Study Hour. Wir wollen uns gemeinsam mit dem 10. Teil beschäftigen, also der neue Bund ist hier überschrieben. Und wir werden zum Sabbat, zum 5. Juni, gemeinsam darüber sprechen in der Gemeinde. Und deshalb wollen wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Nun, unser Merkvers, der war ja, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und das ist heute unser Thema, also dieser neue Bund. Und was ist eigentlich anders gegenüber dem alten Bund? Darüber wollen wir sprechen. Bevor wir in die Bibel hineingucken und den ersten Vers lesen, lasst uns gemeinsam beten, dass Gott uns seinen Heiligen Geist schickt, damit wir von ihm belehrt werden. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass wir gemeinsam in der Bibel studieren können. Und wenn wir jetzt dieses Thema behandeln, möchten wir dich bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist jetzt bei uns ist, damit du nach deiner Verheißung unser Lehrer bist und wir von dir lernen. Und dafür danken wir dir. Amen. Nun, unser Sonntagsthema hieß ja, siehe, es kommt die Zeit. Und dazu schlagen wir unseren ersten Text auf in Jeremia 31, finden wir ihn, Jeremia 31 und lesen dort die Verse 31 bis 34. Jeremia 31, 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Nun, hier spricht der Herr von diesem neuen Bund, den er schließen möchte mit seinem Volk. Und es wird hier irgendwie deutlich, dass dieser neue Bund einen besonderen Inhalt hat. Also es geht ja eigentlich um zwei Dinge in diesem Bund. Das eine ist, ich möchte meine Gesetze in ihre Herzen hineinschreiben. Und der zweite Teil ist, ich möchte ihre Sünden vergeben, also an ihre Missetaten nicht mehr gedenken. Aus diesen beiden Dingen besteht dieser Bund, den Gott mit dem Volk aufrichten will. Es ist nicht wie der Bund, den er mit ihnen bereits schloss, sondern es ist ein neuer Bund, den er aufrichten wird. Und diese beiden markanten Dinge kennzeichnen ihn. Nun, wir müssen uns vorstellen, was Gott möchte, ist, er möchte das Gesetz, also sein Gesetz, das er ja früher auf Stein geschrieben hatte und dem Volk gegeben hat, jetzt in diesem neuen Bund in ihre Herzen hineinschreiben. Das Gesetz soll also im Menschen drin sein. Und das ist auch das, was Paulus dann später bezeugt, als er mit den Gemeinden spricht. Da schreibt er diesen Brief an die Korinther, also den zweiten. Und da erklärt er ihnen, dass es genau so ist, also dass Gott mit seinem Geist sein Gesetz in ihre Herzen geschrieben hatte. Genauso wie er es damals gemacht hat am Sinai. Das lesen wir mal im 2. Korinther 3, Vers 3. 2. Korinther 3, 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Paulus sagt hier den Korinthern, es ist ja offenbar, dass ihr beschrieben worden seid mit dem Geist Gottes in eure Herzen. Denn das, was im Herzen ist, muss man auch nach außen sehen können. Wenn der Geist Gottes das Leben verändert hat und das Gesetz ins Herz hineingeschrieben hat, auf die Bitte des Gläubigen hin, dann muss man das auch sehen. Und so ist es offenbar, dass es bei den Korinthern hier so war. Sie sind jetzt ein lebendiges Beispiel für das Gesetz Gottes. Nun, dieses Gesetz, das hilft uns, wenn das Gesetz auf unsere Herzen raufgeschrieben ist, was macht es dann mit uns? Es schärft unser Gewissen. Und dadurch, dass der Geist in uns wirkt, gibt er uns die Möglichkeit, jetzt zwischen dem Richtigen und dem Falschen zu unterscheiden. Das Gesetz kommt ins Herz hinein. Ich weiß jetzt also, was genau richtig ist. Und wenn ich jetzt vor einer Entscheidung im Leben stehe und überlege, welchen Weg gehe ich, dann erinnert mich der Geist daran, schau mal, das Gesetz sagt das. Also das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg. Entscheiden muss ich natürlich selbst. Aber
der Geist hilft mir. Und das möchte er gerne mit uns machen. Und das Besondere ist, er arbeitet, also der Geist arbeitet in unserem Herzen mit unserem Gewissen zusammen. Und er hilft uns, den richtigen Weg zu machen. Das macht er übrigens bei allen Menschen. Er versucht, die Menschen irgendwie dazu zu bewegen, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht die falsche. Also Entscheidungen, die für sie zum Segen sind. Und das macht er nicht nur bei seinem Volk, sondern eben auch bei den Heiden. Dazu lesen wir mal Römer 2, Vers 15. Und da wird dann deutlich, wie das funktioniert. Römer 2, Vers 15. Er spricht hier über die Heiden. Wir fangen mal in Vers 14 an, Vers 14 und 15. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Also die Heiden haben das Gesetz nicht, aber es ist in, wenn sie es von Natur aus haben, also das meint, wenn das Gesetz bereits in ihren Herzen drin ist, dann fangen sie an zu unterscheiden. Ihr Gewissen sagt dann, das ist richtig oder das ist falsch. Also wenn sie von Natur aus das tun, was das Gesetz verlangt, sagt Paulus, dann ist das Gesetz doch schon in ihren Herzen geschrieben. Das ist doch beeindruckend, dass Gott das bei Heiden schon macht. Versucht die Menschen mit all seinen Mitteln zu segnen. Wenn ihr in meinem Gesetz bleibt, wenn ihr meinen Geboten gehorcht, dann soll der Segen auf euch fallen. Und er versucht jetzt die Heiden dazu zu kriegen, dass sie von sich aus das Gesetz im Herzen annehmen. Und es ist, ich finde das beeindruckend, dieses Zusammenspiel. Wenn sie von Natur aus das tun, dann ist das Gesetz in ihre Herzen geschrieben. Das heißt für uns, wenn das Gesetz in unseren Herzen steht, dann tun wir von Natur aus das, was das Gesetz verlangt. Und es ist wunderschön. Das Gesetz ist Liebe. Wenn die Liebe in unserem Herzen steht, dann tun wir von Natur aus das, was das Gesetz verlangt. Wir üben Liebe aus. Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Nächsten. Und darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir lesen mal ein Zitat von Schwester White, Bilder vom Reiche Gottes, Seite 73, Absatz 4. Der im Mehl verborgene Sauerteig wirkt unsichtbar, um schließlich den ganzen Teig zu durchsäuern. Genauso unmerklich, still und stetig formt der Sauerteig der Wahrheit das Innere des Menschen um. Unter seinem Einfluss werden die natürlichen Neigungen abgeschwächt und bezwungen, werden neue Gedanken, neue Empfindungen und neue Beweggründe eingepflanzt. Das Leben Christi ist von nun an Vorbild für die eigene Charakterentwicklung. Eine veränderte Denkweise setzt sich durch. Unsere Fähigkeiten werden in neue Bahnen gelenkt. Wir erhalten zwar keine neuen Fähigkeiten, doch werden die vorhandenen geheiligt. Das Gewissen erwacht. Wir bekommen Charakterkräfte, die uns befähigen, Gott in rechter Weise zu dienen. So ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn also in meinem Leben der Heilige Geist beständig wirkt, dann fängt er nach und nach an, den ganzen Teig, also mein ganzes Wesen, zu durchsäuern, also zu verändern. Und das ist dann das, was eben dann ist von Natur aus plötzlich das Herz verändert und der neue Mensch handelt dann nach dem neuen Herzen. So ist Gott, das ist das, was er mit uns tun möchte. Das ist so das, was er uns verheißen hat. Das ist dieser Bund, den ich mit euch schließen möchte. Ich möchte mein Gesetz in euer Herz hineinschreiben, damit ihr von Natur aus das wollt, was meinem Gesetz entspricht. Das ist wunderschön, dass Gott das so machen will. Denn dann brauchen wir uns nicht zu quälen, zu sagen, ich möchte Christus folgen, ich weiß, das ist richtig. Und jetzt will ich mal versuchen, das Gesetz zu halten. Und dann kämpfe ich mit dem Gesetz. Es widerstrebt ja meiner natürlichen Natur, dem Gesetz zu folgen. Ich will das ja gar nicht. Aber nicht, wenn der Heilige Geist das Gesetz der Liebe in mein Herz hineinschreibt. Dann liebe ich alles das, was gut ist, alles das, was wohllautend, irgendeine Tugend ist. Das liebe ich dann. Das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Das ist dieser neue Bund, der verheißen ist. Schauen wir mal ins Montagsthema hinein. Das Montagsthema begann ja mit so einem Zitat aus Hosea. Und das lesen wir mal gemeinsam. Hosea 2,
Vers 20 war angegeben und 22. Hosea 2, Verse 20 bis 22. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Das ist hier diese Verheißung. Ich will mich dir verloben. In anderen Worten, ich möchte einen Bund mit dir machen. Aber gerade dieses Symbol der Verlobung, hier geht es ja um eine Beziehung. Also ich möchte einen Bund mit dir machen, der eine Beziehung zwischen uns ist. Eine echte Beziehung, so ähnlich wie eine zwischenmenschliche Beziehung. Also eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und er vergleicht das hier mit der Verlobung. Es ist ein Versprechen, das wir uns machen. So sagt Gott hier. Also der neue Bund hat etwas zu tun mit einer Beziehung zu Christus. Und wir lesen mal in Hesekiel 11, Vers 19. Hesekiel 11, Vers 19. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will ihnen einen neuen Geist, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Also hier ist die Verheißung über diesen neuen Bund. Ich möchte euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch drin. Also eure Beweggründe, eure Motivation, das soll neu werden, das soll anders werden. Bis jetzt wart ihr weltlich und auf das Weltliche bedacht. Und das Weltliche hat euch Freude gemacht und daran hattet ihr gefallen. Aber der Weg des Weltlichen ging in die Sünde und in den Tod. Und jetzt möchte ich euch, damit ihr euch nicht quälen müsst, das Gute zu tun, ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich möchte, dass ihr nicht mehr den Geist dieser Welt habt, sondern den Geist Gottes. Und ich will euer Herz verändern, damit ihr jetzt das Gute tut und daran Gefallen habt. Denn was werdet ihr für Christen, wenn ihr das Gute zwar tut, aber daran keine Freude habt? Denn wäre der Himmel ja Folter für euch. Denn da gibt es nur Liebe und nur Gutes. Wenn mein Herz aber nicht so ist, was kann ich dann im Himmel tun? Und Gott möchte eben, dass hier auf Erden, weil er braucht unsere Entscheidung dafür, dass er uns umgestalten darf. Er möchte uns hier auf Erden schon verändern. Wenn wir also sagen, Herr, bitte verändere du mein Herz, denn mein Herz ist weltlich. Ich liebe irgendwie alle weltlichen Dinge, aber ich habe keine Freude an den Ewigen. Bitte verändere du mein Herz. Dann verspricht er, ich möchte dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dein Inneres legen, der nicht mehr auf das Weltliche bedacht ist, sondern jetzt das Himmlische sucht. Und das ist Gottes Allmacht, das kann er tun, auf meine Entscheidung hin. Wenn ich sage, ich möchte das, bitte tu das in mir, dann verspricht er mir, dass das in mir tun wird. Ist aber ein Prozess, also ein Wachstum. Ein Herz muss verändert werden. Wir lesen noch Jeremia 24, Vers 7. Jeremia 24, 7. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Also Gott sagt nicht nur, ich möchte euer Herz verändern, sondern er sagt, ich möchte euer Herz verändern, damit ihr mich erkennt, also damit wir wieder zusammen sind. Ihr sollt verstehen, wer ich bin, ihr sollt mich erkennen, also ihr sollt einen Bund mit mir machen, eine Beziehung mit mir haben, ihr sollt verstehen, wer ich bin. Und das ist schon was Besonderes, dass ein allmächtiger Gott zu einem sterblichen Menschen sowas sagt. Er sagt, ich möchte mit dir möchte einen Bund machen. Du sollst erkennen, wer ich bin. Und dieses neue Herz, das Gott uns geben will, das ist ja ein Geschenk. Wir können dafür nichts tun. Und es soll der Wohnort des Geistes sein. Vielleicht wisst ihr, im 1. Korinther 3, Vers 16, da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also was möchte Gott machen? Er möchte unser Herz vorbereiten, damit der Götzendienst da rausgeht, also das Weltliche, damit es ein reines Herz ist. Und in dieses Herz hinein möchte er seinen Geist geben, damit sein Geist im Tempel wohnt. Gott wohnt im Tempel.
Nun, im Alten Testament wissen wir das ja. Da war das die Stiftshütte oder später der Tempel. Und da wohnte Gott im Allerheiligsten. Da war sein Thron. Nun, das war ja ein Symbol. Und Paulus sagt jetzt, der Tempel seid ihr. In eurem Herzen möchte der Geist wohnen. Und dazu soll der, so wie der Tempel damals war, der Tempel war vollkommen gemacht, er war vollkommen ausgestattet, vollkommen bearbeitet, wunderhübsch gestaltet. Viel Mühe war da drin, es war viel Arbeit, ihn zu bauen. Aber so vergleicht Paulus, hier soll unser Herz sein. Es muss neu gemacht werden, wunderschön geschaffen, damit der Geist Gottes einziehen kann und da drin wohnt. Das ist das, was Gott machen möchte. Und wir wissen vielleicht, damals, als Jerusalem fiel, 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde, da ist ja auch der Vorhang zerrissen im Tempel. Und der Tempel ist leer geblieben. Der alte Bund wurde abgelöst. Dieser alte Bund, also Gott in diesem Tempel zu suchen, wurde abgelöst. Und der neue Bund war ja, Gott zieht in diesen Tempel ein. Und er wohnt jetzt da, mitten unter seinem Volk. Also wie schon damals, der Immanuel, Gott mit uns, er zeltete unter seinem Volk im Alten Testament und im Neuen Testament möchte er auch zelten unter seinem Volk, aber in dem Tempel. Nun, wenn der Geist nun in uns wohnt, wenn also Gott unser Herz verändert und es ein gutes Herz wird, das nicht mehr das Böse will, sondern das Gute will, dann wird der Geist in uns helfen, zu einem gewissen Sprechen das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Er gibt uns also Hilfe im Leben, damit wir den richtigen Weg gehen. Denn auf dem richtigen Weg, mit den richtigen Schritten, wird unsere Veränderung, also unsere Heiligung, schnell vorangehen. Gehen wir den falschen Weg und gehen ins Böse, da wird unser alter Mensch wieder wachsen und der neue geht kaputt. Nun, der Geist möchte also den Tempel in uns gestalten, das möchte er gerne machen. Wir lesen mal gemeinsam im 1. Korinther 2, Vers 11 und 12. 1. Korinther 2, 11 und 12. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Nun, wer kennt mich besser als ich mich selbst? Also wer weiß, was im Menschen ist, also was im Menschen vorgeht, welche Gedanken ich gerade habe, außer ich selbst? So ist es auch mit dem Geist Gottes. Wer kennt schon das Herz Gottes? Wer weiß, welche Gedanken Gott hat? Der Geist Gottes weiß das. Und dieser Geist eben, der möchte in unser Herz hinein, damit auch wir erkennen, wer Gott ist. Denn ich weiß nicht, was in Gott ist. Ich weiß nicht, wie er denkt. Ich weiß nicht, was ihn bewegt. Ich weiß nicht viel von ihm. Wie kann ich seine Gedanken verstehen? Wie kann ich wissen, dass er vollkommen gut ist? Wie kann ich wissen, dass ich ihm vollkommen vertrauen kann? Indem ich mit seinem Geist verbunden bin. Denn der Geist Gottes weiß, was in Gott vorgeht. Und wenn der in meinem Herzen ist, dann kann ich eine Beziehung zu ihm aufbauen. Denn dann weiß ich plötzlich, wie Gottes Pläne sind oder wie er denkt, wie er handelt, wie er uns sieht, mit welchen Augen. Und wenn wir Johannes fragen, Johannes sagt, es ist vollkommene Liebe. Und das hilft uns. Also wenn der Geist Gottes in uns ist, dann verstehen wir mehr von Gott. Wir fangen an, Gott zu erkennen. Jetzt war ja in unserem Dienstagsthema, waren diese beiden Bündnisse erklärt. Also der alte Bund und der neue Bund. Und es war ja in beiden Bündnissen, sowohl im alten Bund als auch im neuen Bund, ging es ja um den Gehorsam gegen das Gesetz. Alten Bund, sehr deutlich, es war auf Steintafeln geschrieben, im neuen Bund aber genauso. Also ich möchte ja, dass ihr in meinem Gesetz wandelt, sagt Christus. Also der Inhalt des Gesetzes war sozusagen gleich, Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Als wenn jemand zu Christus kam und sagte, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da sagt Christus, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Also das Halten der Gebote war ganz eng verknüpft mit dem ewigen Leben. Und das war sowohl im Alten Bund so, als auch im Neuen. Das hat sich nie geändert. Wir lesen mal 2. Mose 34, Vers 6. 2. Mose 34, Vers 6.
Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Also hier wird der Charakter Gottes gezeigt. Also wie ist Gott? Und hier im Alten Testament wird deutlich, von großer Gnade, von Treue. Also er ist ein wunderbarer Gott. Er ist langsam zum Zorn. Er möchte den Menschen vergeben. Nun, der Geist Gottes erklärt uns also, wie Gott ist. Und wie ist Gott? Nun, schon, wir lesen hier im Alten Testament, also das war jetzt hier 2. Mose 34, also das geht hier gerade um die Gesetztafeln. Und hier wird sehr deutlich, als Mose das Gesetz empfängt und dieses Gesetz, wie es ist, zeigt es eigentlich schon den liebevollen Charakter Gottes. Also Gott war im Alten und im Neuen Testament gleich. Und sein Bund ging in beiden Fällen um das Halten der Gebote, um den Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Und Gott lädt jeden Menschen ein, diesen Bund anzunehmen. Also egal ob Jude oder Grieche oder also Heide, so wie wir. Gott möchte diesen Bund für alle Menschen öffnen. Er möchte, dass jeder Mensch zu ihm kommen kann. Da hat Gott hat sich einen Plan ausgedacht, wie kann er das schaffen, dass die Menschen nicht verloren gehen, sondern dass die Menschheit erhalten bleibt und gerettet wird. Und das ging über diesen Bund. Denn der Mensch war ja dem Tode unterworfen, denn er war Sünder und der Sünde sollte es der Tod. Wenn ich mich von Gott entferne, also mich vom Leben trenne, Gott ist ja das Leben, dann sterbe ich. Es brauchte Gott irgendwie ein Mittel, um den Menschen loszukaufen. Und da kommt dieser Bund ins Spiel. Ich möchte einen Bund mit euch machen. Auch wenn ihr Sünder seid, wenn ihr in Rebellion gegen mich lebt, wenn ihr sogar meine Feinde seid, ich möchte trotzdem einen Bund mit euch machen, weil ich euch liebe und euch retten möchte. Und so kam denn dieser Bund ins Spiel. Wir lesen mal in Hebräer 8 und dort Vers 10 und Vers 12. Hebräer 8, Vers 10 und Vers 12. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Vers 12. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Hier sehen wir diese beiden Teile des neuen Bundes. Also, ich schreibe mein Gesetz in eure Herzen und ich vergebe euch eure Schuld. Denn das eine würde ja ohne das andere mir nichts bringen. Also, wenn mir meine Schuld vergeben wird, aber mein Herz nicht verändert wird, dann kann ich so sagen, ich bin ohne Schuld, denn alle Schuld wurde abgewaschen, aber mein Herz ist immer noch das Alte, es liebt noch das Weltliche, das Böse, die Sünde, die Rebellion. Damit könnte ich ja nie im Himmel leben. Paulus sagt ja deutlich, irrt euch nicht. Kein meineidiger Götzendiener, Mörder, Unzüchtiger und so weiter wird ins Reich Gottes kommen. Wenn mir also die Schuld vergeben ist, aber mein Herz das Alte ist, habe ich keine Chance. Wenn aber mein Herz vollkommen erneuert wird und ich das Gute liebe und ich liebe die Liebe, ich liebe das Gute in der Welt, ich liebe Gott von ganzem Herzen und ich liebe meinen Nächsten von ganzem Herzen. Ich habe also ein neues Herz, aber meine Schuld ist mir nicht vergeben. Da hat ja jeder Mensch irgendwo mal gesündigt und diese Schuld bleibt auf ihm liegen. Dann könnte er auch nicht ins Himmelreich kommen. So müsste dieser Bund wirklich beide Dinge zusammen haben. Alles, was ich getan habe im Leben, all das Böse, muss mir vergeben werden. Und gleichzeitig, ich brauche ein neues Herz, damit ich fortan das Gute liebe und im Guten lebe. Und das ist dieser Bund, den Gott uns anbietet. Und dieser Bund, der kommt über die Beziehung mit ihm. Also lasse ich ihn in mein Herz hinein, öffne ich diesen Tempel des Heiligen Geistes, wohnt der Heilige Geist da drin und fängt jetzt an, diese Dinge in mir zu bewirken. Also die Schuldvergebung per Verheißung. Wenn ihr zu mir kommt, und eure Sünde ist wie Scharlach, soll sie doch weiß werden wie der Schnee. Also Gott vergibt mir die Sünde sofort, wenn ich zu ihm komme. Dafür ist Christus ja gestorben. Die Heiligung dauert dann länger. Also die Herzensveränderung, das ist die Arbeit des Geistes. So wie der Tempelbau damals Zeit brauchte, so braucht auch die Arbeit in meinem Herzen seine Zeit. Wir lesen in Römer 11, Vers 7. Römer 11, Vers 7. Paulus sagt, wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt, die übrigen dagegen wurden verstockt. Also Israel hatte was gesucht, aber sie haben es nicht gefunden. Eine Auswahl davon, also ein paar davon, die haben es erlangt.
Also es gibt in Israel ein paar, die haben irgendwie diesen Bund erlangt. Andere haben ihn gesucht, aber haben ihn nicht angenommen. Was ist da eigentlich passiert? Also es gab in Israel irgendwie scheinbar übrige oder einige, die diesen Bund angenommen haben. Und das ist eben dieser neue Bund. Was interessant ist, es war nicht nur in Israel so, sondern auch außerhalb von Israel. Wir wissen ja, in Israel selbst, als Christus kam und diesen neuen Bund erklärt hat, da haben viele ihn abgelehnt. Aber einige Juden haben ihn angenommen. Petrus, später Paulus, wir sind Andreas, Jakobus, Maria und also viele Leute, Nikodemus, die es angenommen haben, ein paar, und andere, die es abgelehnt haben. Und so wurde Israel verworfen. Aber wer dem neuen Bund geblieben ist, also wer sein Herz hat verändern lassen, der gehörte zu dieser Auswahl. Alle anderen wurden verstockt. Verstockt wird man, wenn man die Wahrheit sieht, aber sie ablehnt. Wenn man das nur oft genug macht, verstockt es das Herz. Aber nicht nur die Israeliten, die damals gerufen wurden zur Zeit Jesu, sondern es kamen noch andere hinzu. Dazu gehen wir ins Alte Testament und lesen Jesaja 56, Vers 6 und 7. Jesaja 56, Vers 6 und 7. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und dem Namen des Herrn zu lieben und seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Und das ist schon gewaltig. Das war ja das, was die Israeliten damals überhaupt nicht gedacht haben. Dass Gott sich für alle Völker öffnet und sagt, kommt zu mir, alle, die ihr Götzendiener seid und die ihr böse Sachen macht, kommt zu mir und ich will euch davon befreien. Die Israeliten hatten sich ja, zumindest einige davon, für sehr exklusiv gehalten und gesagt, Gott segnet uns, damit wir die anderen Völker alle ausrotten. Aber das war gar nicht die Idee von Gott. Gott wollte sie segnen, damit sie ein leuchtendes Beispiel sind für alle Völker und die anderen Völker herzukommen und Gott in ihr Herz lassen, damit er auch sie retten kann, damit er auch sie verändern kann. Lesen wir mal Epheser 2, Vers 12. Übrigens, man liest es, glaube ich, in keiner Geschichte schöner als bei der Tempeleinweihung, damals als Salomo den Tempel hat bauen lassen. Und bei der Einweihung spricht er dieses lange Gebet. Und da sagt er, wenn ein Fremdling zu dir kommt, um anzubeten vor dir, und er bittet dich um etwas, bitte erfülle es ihm, damit er erkennt, dass du Gott bist. Also da wird ganz deutlich, dieses Heiligtum, der Tempel, der war von Anfang an eigentlich für alle Völker geöffnet. Salomo hatte das noch verstanden, aber später viele Israeliten nicht mehr. Wir gehen in Epheser 2, Vers 12. Epheser 2, Vers 12. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bedürfnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Hier wird zu den Heiden gesagt, wisst ihr, als ihr Christus nicht hattet, hattet ihr keine Hoffnung. Also auf was wolltet ihr denn bauen? Ihr wart ohne Gott. Also als Christus nicht da war, wart ihr nicht mit Gott verbunden. Und jetzt aber, also er sagt, es war so bei euch, jetzt aber habt ihr die Möglichkeit, euch mit Gott zu verbinden. Egal ob Jude oder Heide. Wer zu Gott kommen möchte, den wird er nicht hinausstoßen. Warum eigentlich wurde der alte Bund abgeschafft und ein neuer gegeben? Ich meine, war dieser Bund wirklich neu, dieser neue Bund? Wir lesen mal Hebräer 8, Vers 7 und 8. Das ist das Mittwochsthema. Hebräer 8, Vers 7 und 8. Paulus sagt, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also es gab scheinbar irgendwie einen neuen Bund. Schon von Anfang an hat Gott gesagt, mit diesem Bund stimmt was nicht, es wird eine Zeit kommen, da werde ich einen neuen Bund mit dem Haus schließen. Von Anfang an wusste Gott also schon, mit diesem Bund hier stimmt irgendwas nicht. Der Bund, der damals am Sinai gemacht worden ist. Ich meine, mit dem Bund war nichts verkehrt. Der Bund, es war ein guter Bund. Das Problem war, dass die Israeliten den nicht eingehalten haben.
Sie konnten es auch nicht so wirklich. Ihre Herzen konnten das nicht. Also man hat das von, man hat die Gesetze gelesen und gesagt, die sind alle gut und wenn wir so leben, ist es richtig. Aber das Herz wollte das nicht, was der Verstand wollte. Und so hat man das zwar im Verstand genommen, wenn wir alle so leben und Gott so folgen, ist es richtig. Aber der Verstand, das Herz hat was anderes gemacht. Das Herz liebte die Welt. Und so ist Israel immer wieder gefallen. Sie wollten ja das Gute, aber sie taten das Böse. Paulus kannte das aus eigener Erfahrung, Römer 7. Ich möchte mal was vorlesen aus von Bilder vom Reiche Gottes, Seite 320, Absatz 4. Und was, da geht es ja um diesen Bund. Christus spielt die Forderung des Gesetzes nicht herunter. Er sagt unmissverständlich, dass Gehorsam die Grundvoraussetzung für das ewige Leben ist. Die gleiche Bedingung also, der schon Adam vor dem Sündenfall unterworfen war. Der Herr erwartet vom Mensch heute nicht weniger als damals im Paradies. Vollkommenen Gehorsam, makellose Gerechtigkeit. Der Bund der Gnade hat also dieselbe Bedingung, wie sie damals in Eden herrschte. Übereinstimmung mit Gottes Gesetz, das heilig, recht und gut war. Also wir sehen schon, dieser Bund war sehr, sehr alt, denn es war schon der gleiche Bund, der im Paradies gemacht wurde. Also der Bund ging hier um den Gehorsam. So war sowohl der alte Bund als auch der neue Bund gleich, aber in Eden war es eigentlich schon der neue Bund. Und zu jeder Zeit sozusagen konnte dieser neue Bund angenommen werden. Warum hat Gott uns eigentlich zwei Bündnisse gegeben, obwohl er von Anfang an wusste, der eine funktioniert nicht? Nun, Gott wollte uns erziehen. Er zeigt diesen alten Bund und sagt, guck mal, wenn ihr das versucht aus eigener Kraft, könnt ihr es nicht schaffen. Was ihr unbedingt braucht, ist diese Beziehung zu mir. Dann werde ich in euch alles vollbringen, was zum Heil notwendig ist. Aber ohne diese Beziehung zu mir könnt ihr es nicht schaffen. Am Volk Israel war es sehr deutlich. Wer Gott nicht kannte und keine Gotteserkenntnis hatte, wenn ich eine echte Beziehung, eine Liebe zu ihm aufgebaut hatte, war völlig unfähig, in dem Gesetz zu leben. Wer aber Gott von Herzen geliebt hat, für den war es leicht und eine Freude, das Gesetz auszuführen. Und das war dieses Besondere. Wir lesen Hebräer 4, Vers 2 und springen dann danach in Hebräer 9. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Also er spricht hier jetzt zu Judenchristen, also Juden, die Christen geworden sind und die natürlich den alten Bund kannten. Und sagt, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden. Also wir, die wir Christus angenommen haben, uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen. Also Israel hat das gehört, die Christen haben das gehört. Das Problem war, es hat den Israeliten nicht geholfen, diese Botschaft, das Gesetz, die Botschaft vom Gehorsam, der Bund, denn es war bei ihnen nicht mit Glauben verbunden. Ihnen fehlte dieser Glaube und ohne Glauben konnten sie das nicht. Gehen wir mal in Hebräer 9. Und lesen Verse 8 bis 14. Hebräer 9, 8 bis 14. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Nee, das ist 8. Ah, 9. Hebräer 9. Entschuldigung, Hebräer 9, 8 bis 14. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Der nur aus Speisen und Getränken aus verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat,
euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und was war die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit war, die Israeliten haben an toten Werken festgehalten und das hat ihr Gewissen nicht beeindruckt. Jetzt sagt er hier aber, das war damals, es ging mehr um Speisen, um Getränke, um besondere Waschung und so. Das war's. Aber diese ganzen Dinge konnten denjenigen nicht vollkommen gerecht machen. Das funktioniert nicht. Es war ja alles richtig. Es war ja nichts falsch in dem Ablauf. Aber es hat das Herz nicht beeindruckt. Auch wenn die Symboliken alle richtig waren, war das die Schwierigkeit, weil die Israeliten, die haben irgendwann die Symbolik nicht mehr verstanden. Die wussten irgendwann nicht mehr, dass dieses Opferlamm zum Beispiel ein Symbol auf den Messias war, auf den Gesalbten, der kommt. Und wisst ihr, genauso? Genauso ist es heute auch. In 10 Vers 1, also Hebräer 10, 1, da heißt es, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Also Paulus, ich meine, er hat ja diesen Tempeldienst auch geliebt und auch verstanden, worum das geht, aber er sagt, damit konnte man niemanden vollenden. Also es funktionierte nicht. Da gehörte ein Glaube dazu, da gehörte eine Beziehung dazu. Denn diese Opfer, die waren ja alle richtig. Aber sie haben bei den Zuhörern nicht mehr, sie haben es nicht verstanden, was sie da machen. Ist hier, bei uns in den Gemeinden ist es ähnlich. Es gibt so viele Kirchen mit so viel Liturgie und auch interessanten Dingen, die man so eingeführt hat, das müsste man das tun und so. Wenn wir in unserer Gemeinde ganz viel Liturgie sagen und wir müssen, der Einmarsch ist so und dann wird der Psalm gelesen, dann stehen wir alle auf und dann machen wir das und das und das und das, dann ist das zwar eine interessante Form, aber wir erreichen damit das Herz der Menschen nicht. Diese Liturgie, die führt die Menschen nicht zu Christus, sondern sie müssen mit Christus eine Beziehung haben. Also die wahrhaftige Gotteserkenntnis zu verstehen, was dahinter ist das, was die Menschen brauchen. Manchmal können wir durch interessante Liturgie, und wenn sie noch so bedeutsam ist, das den eigentlichen Kern des Evangeliums gut verstecken. Das ist vielleicht über Jahrhunderte in der katholischen Kirche passiert. Die Liturgien, die wurden immer größer und immer irgendwie, also komplizierter, und keiner hat mehr dahinter das einfache Evangelium verstanden. Und das ist das, was wir den Menschen erklären müssen, denn durch all unsere schöne Liturgie und all das Tolle, was wir in den Kirchen so anbieten, werden wir die Herzen nicht gewinnen können. Sie müssen das einfache Evangelium verstehen, die Gotteserkenntnis haben, und dann mit diesem Glauben wird ihr Herz plötzlich verändert. Das Herz verändern können wir nicht durch noch so schöne Ideen der Gottesdienstgestaltung. Das muss der Geist machen. Wir können so ein bisschen unterstützen und ein bisschen helfen, aber es muss das einfache, klare Evangelium sein. Und dann, wenn der Geist in die Herzen der Menschen reinkommt, wenn sie verstehen, dass der Geist in ihr Herz möchte und ihr Herz für ihn öffnen, dann passiert dieses Wunderbare, diese Neugeburt. Römer 5, Vers 5, da sagt Paulus, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also der Heilige Geist wurde ausgegossen in unsere Herzen, und was war das? Das war die Liebe Gottes. Ein neuer Bund. Er möchte das Gesetz ins Herz hineinschreiben, aber das Gesetz ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz Gottes. Liebe. Und diese Liebe wird ausgegossen. Der Heilige Geist zieht in den Tempel ein. Liebe kommt aufs Herz. Und dann schaut mal, was er in Hebräer 7, Vers 25 sagt. Er sagt hier über Christus, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Wir haben also einen Hohepriester im Himmel, der für immer lebt und für uns eintritt. Und deswegen kann er uns plötzlich doch vollkommen erretten, was der alte Bund nicht konnte. Er konnte nicht vollkommen erretten. Die Symboliken waren großartig im alten Bund. Dass so viel, was wir noch lernen können, was wir noch studieren können, wie das funktionierte, dieses Zeremonialgesetz, da wäre das ganze Evangelium drin. Aber vollkommen erretten konnte es nicht. Zur vollkommenen Errettung brauchten wir Jesus Christus. Und wer zu ihm kommt und mit ihm wirklich eine echte Liebesbeziehung aufbaut, der wird von ihm gerettet werden. Er macht uns vollkommen, verändert unser Herz, vergibt uns unsere Schuld, genau wie er es verheißen hat. Ich möchte noch mal einmal das lesen von Ellen White in The Review and Herald vom 14. Mai 1901. Da schreibt sie, wenn ihr doch die Schrift mit betendem Herzen
und hingebendem Geist erforschen würdet. Wenn ihr doch euer Innerstes bis in den hintersten Winkel prüfen würdet, um alles zu entdecken, was euch an die Welt bindet und von Gott trennt. Bittet Gott, er möge euch auf jede Gewohnheit aufmerksam machen, die euer Denken und Fühlen von ihm wegzieht. Gott hat sein heiliges Gesetz als Maßstab in die Welt gegeben, damit der Mensch sich in seinem Verhalten daran messen kann. Anhand der Gebote Gottes können wir unsere Charakterschwächen erkennen. Dann werdet ihr euch von euren Götzen trennen und euch durch die goldene Kette der Gnade und Wahrheit fest an den Thron Gottes binden. Und Ellen White sagt hier, lest doch die Schrift, schaut doch dort hinein. Dann werdet ihr Veränderungen erfahren. Denn Gott hat uns seine Gebote gegeben, das Gesetz. Das hat er da, damit wenn wir dort hineinschauen, uns da drin sehen. Also damit ich sehe, so ist Gott und so bin ich. Und so kann uns das Gesetz natürlich nicht erretten von sich aus, denn das Gesetz zeigt uns nur, was richtig und falsch ist. Aber indem ich dort hineingucke in das Gesetz, erkenne ich meine eigenen Charakterschwächen. Wenn ich diese Charakterschwäche jetzt aber zu Christus bringe, also mit anderen Worten, diesen Teil meines Herzens dem Heiligen Geist öffne, dann fängt er da drin an zu arbeiten und fängt an, das, was kaputt ist in diesem Tempel, in meinem Herzen, heil zu machen. Also das, was von Sünde überwunden wurde, versucht er jetzt wieder zu reparieren und in Ordnung zu bringen. Der Heilige Geist versucht also in jeden Teil meines Herzens hineinzukommen. Und wenn ich ihn öffne, wenn ich also eine Charakterschwäche erkenne, sie ihm bringe, dann fängt er an, daran zu arbeiten. Und das ist für uns unendlich wichtig. Und deshalb redet Ellen White, schaut in die Bibel hinein, denn dort seht ihr das, den vollkommenen Charakter Gottes. Und dieser Charakter ist der Maßstab. Der Maßstab ist nicht mein Nachbar oder der, der neben mir in der Gemeinde sitzt. Wenn ich mich mit anderen Menschen messe, dann kann ich entweder sagen, wow, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht, oder ich kann sagen, oh, da fehlt aber noch ganz viel. Wenn ich mich aber mit Christus messe, kann ich sagen, das ist ein vollkommener Maßstab, ich sehe ganz genau, was mir noch fehlt. Und das ist das, was wir tun sollen. Deswegen die Bibel, und so wirkt der Heilige Geist in unserem Herzen. Das letzte Thema, dieses Donnerstagsthema, das hieß ja der Priester des neuen Bundes, und das ist wohl das Wichtigste, von dem Paulus gesprochen hat. Also Paulus hat ja von den 27 Büchern des Neuen Testaments 14 geschrieben, also die Hälfte. Und Paulus sagt, was wirklich wichtig ist, was die Hauptsache ist. Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Also Paulus, der die meisten Bücher des Neuen Testaments schreibt, sagt, die Hauptsache bei allem, was wir haben, ist, wir haben einen Hohepriester im Himmel. Und dieser Hohepriester, der war nötig. Warum war uns der so nötig? Also warum brauchten wir diesen Hohepriester? Denn das ist das Wichtigste, was wir haben. Christus ist heute Diener der ganzen Menschheit und ist im Himmel. Wir lesen Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Also diese Tieropfer konnten unsere Sünden gar nicht vergeben. Das war ein Symbol. Aber was wir brauchten, war Christus. Christus, der mit seinem eigenen Blut zum Vater eingeht. Es zeigt uns, ich bin gestorben für meine Kinder. Die Tiere konnten das nicht. Nun, warum hat Gott eigentlich diese Tieropfer zugelassen, wenn sie doch gar nicht die Sünden vergeben konnten? Nun, sie sollten den Menschen zeigen, was passiert. Sie waren ein Schatten, ein Symbol für das, was da kommt. Ein Symbol für Christus. Warum konnte ein Tier eigentlich meine Sünde nicht vergeben? Gott hätte doch sagen können, das Opfer von Christus braucht es nicht. Es reicht doch, wenn ein Lamm stirbt. Der Sünde sollte es der Tod, und wenn das Lamm sein Leben lässt, dann muss es doch auch reichen. Warum muss Christus sein Leben lassen? Warum kann ich das Lamm sein Leben lassen? Oder ein anderer Mensch oder ein Engel? Warum muss es Christus sein? Denn Tiere wurden ja genug umgebracht. Der Sünde sollt ist der Tod, und der Tod wurde doch bezahlt. Durch jedes Tier, das da starb. Nun, die Tiere haben von sich aus kein Leben. Ich auch nicht. Dem Tier ist das Leben verliehen von Gott. Mir ist das Leben auch verliehen von Gott, und auch dem Engel ist das Leben von Gott verliehen. Sie haben kein Leben in sich selbst. Das heißt, ein Opfer konnte nur gebracht werden von jemandem, der das Leben aus sich selbst hat. Also der das nicht verliehen hat, der es nicht geliehen hat, dieses Leben, sondern in sich selbst trägt. Und deswegen konnte kein Engel, kein Tier, kein Mensch
für die Sünden der Menschen sterben. Denn das Leben war nur geliehen. Es musste der sein, der von Anfang an das Leben in sich selbst hat. Gott selbst. Deswegen musste Christus am Kreuz sterben. Es ging kein anderes Opfer. Und stellt euch mal vor, was das meint. Christus, also derjenige, der das Universum geschaffen hat, der geht in den Tod, der gibt das Leben auf, um in den Tod zu gehen, weil er dich und mich liebt. Das ist eine Dimension, die können wir uns nicht vorstellen. Also jemand gibt das ganze Weltall auf. Das geht ja nicht nur um, ich gebe mein Haus auf, ich gebe vielleicht mein Heimatland auf, ich gebe diesen Planeten auf, ich gebe die Galaxie auf, ich gebe alles auf, was es gibt. Und er hat Anrecht an allem. Jedes Lebewesen hat er gemacht. Er gibt alles auf und sagt, ich möchte für dich in den Tod gehen. Ich möchte nicht, dass du den Preis bezahlst. Und Christus wusste nicht, ob er am Kreuz, als er am Kreuz hang, ob sein Opfer angenommen wird. Er hat dich so viel mehr geliebt als sein eigenes Leben, dass ihm das Opfer recht war und es ihm wert war. Aber wissen wir, was das gekostet hat? Wir lesen in Hebräer 9, Vers 26. Es geht hier um Christus und es heißt, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Christus selbst hat die Sünde jetzt aufgehoben durch sein Opfer. Er kann jetzt sagen, deine Schuld ist vergeben. Mit den Tieren konnte man das nur vorausschatten und konnte sagen, naja, es wird ein Opfer für dich geben. Das Lamm Gottes, das da kommt. Aber als Christus kam, als Lamm Gottes und starb, konnte gesagt werden, jetzt wird die Sünde vergeben. Jetzt wird sie wirklich ausgestrichen. Und das wird in den himmlischen Büchern passieren. Die Sünde wird wirklich ausgestrichen aus deinem Leben, aus meinem Leben. Weggewaschen im Blut Jesu Christi. Als Christus am Kreuz gestorben ist, zu dem Zeitpunkt, da hat er den Weg bereitet für alle Menschen, die gerettet werden wollen. Also jeder Mensch konnte jetzt diesen Bund annehmen. Dieser alte symbolische Bund, der war in dem Moment aufgehoben. Wir wissen ja, vielleicht erinnern wir uns, in dem Moment, als Christus am Kreuz starb, es wurde ja dunkel, dieses Erdbeben gab es und dieser Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Und damit war sehr deutlich, der Weg für jeden Menschen ist jetzt frei. Dieser durch den Vorhang, also durch Christus selbst, durch seinen Leib. Also wir können jetzt wieder direkt zu Gott kommen. Das, was vorher verschlossen war, das ist jetzt offen für uns. Der Weg ist frei. Und wisst ihr, gegen dieses Opfer von Christus kann der Teufel nichts tun. Er kann es nicht mehr verhindern. Christus hat diesen Kampf gekämpft und er hat diesen Kampf gewonnen. Und heute ist er im himmlischen Heiligtum, um für uns einzutreten. Und der Teufel kann wettern, wie er will. Dieses Opfer ist angenommen und dieses Opfer war legitim. Es war ein unvorstellbar großes Opfer, aber es war gerecht. Gott hat uns Gerechtigkeit geschafft damit. Wir dürfen jetzt wieder zu ihm kommen. Und der Teufel hat keine Macht darüber. Er kann nicht sagen, das war unfair, das war ungerecht, das war irgendwie falsch. Christus hat dieses Opfer gebracht, damit wir leben können. Und wer Christus vertraut, wer ihm wirklich von Herzen vertraut und ihm sein Leben gibt, der darf auch einst die Gnade erleben, wie er gerettet wird, wie er ins neue Jerusalem hineingelassen wird, wie er ewiges Leben bekommt und die Krone des Lebens. Das ist der einzige Weg, den wir haben zum Herrn. Es gibt nur diesen einen Weg über Jesus Christus. Er ist das Opferlamm. Er ist Gott, der für uns starb. Als letzten Bibeltext möchte ich mit euch lesen, Matthäus 27, Vers 51. Matthäus 27, Vers 51, eben genau diese Szene. Christus starb am Kreuz und es heißt, und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Es ist dieser wunderbare Moment, als der alte Bund aufgehoben und der neue Bund in Kraft tritt. Danach war ja noch Gnadenzeit für die Israeliten, also jetzt konnten sie ja diesen neuen Bund annehmen. Jetzt konnte man im Tempel sozusagen, dieser Tempel, der war immer noch symbolisch, stand er ja noch da. Bis 70 nach Christus. Man konnte ja noch so verstehen, wie das Evangelium funktioniert. Aber der Bund war schon aufgehoben, denn die Israeliten konnten ihn nicht halten. Sie haben versucht, darin zu leben, aber sie waren todunglücklich. Sie haben, ohne die Beziehung zu Christus können sie das nicht. Ohne dass
in ihrem Herzen das Gesetz steht, können sie das nicht befolgen. Wir könnten nicht im Himmel leben und sagen, ich bemühe mich halt, auch wenn ich ein irdisches Herz habe. Ich möchte als weltlicher Mensch gerettet werden mit all meinen Sünden und ich möchte ins Himmelreich kommen. Und ich bemühe mich dann, gut zu leben. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Israel ist der Beweis dafür. Wer nicht wirklich eine echte Liebesbeziehung zu Christus hatte, konnte dieses Gebot nicht halten. Wenn ich keine Liebesbeziehung zu Christus habe, werde ich das Himmelreich niemals sehen. Aber wenn Christus zu mir gehört, dann zerreißt auch für mich der Tempel, der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Gott macht den Weg frei. Er lässt uns zu sich kommen. Und damit ist der Weg wirklich für alle Menschen geöffnet worden. Für dich und für mich, für die Juden, für die Heiden. Jeder Mensch kann zu Christus kommen und kann jetzt Befreiung erfahren. Denn der neue Bund ist für jeden Menschen offen, der nur mit willigem Herzen demütig zu Gott kommt und sagt, bitte, ich möchte aus der Rebellion raus, ich möchte nicht mehr weltlich sein, ich möchte jetzt zu deinem Volk gehören. Bitte verändere du mich, bitte rette du mich. Und wir haben das Versprechen, dass Gott es auch tun wird. Wenn wir von ganzem Herzen zu ihm kommen, dann wird er sich auch von uns finden lassen. Lass uns zum Abschluss noch beten, ja? Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass du uns diesen neuen Bund gegeben hast und dass du in diesem Bund alles tun willst, was wir brauchen, um gerettet zu werden. Du möchtest in unser Herz hineinkommen, du möchtest unser Herz verändern, du möchtest unsere Schuld vergeben und du möchtest, dass wir hier auf Erden ein neues Leben führen, damit die Menschen sehen, dass wir deine Kinder sind und damit sie dich loben und preisen für deinen wunderbaren Charakter. Danke für deine ewige Liebe, Herr. Bitte vervollkommne du das Werk, das du in einem jeden von uns begonnen hast, dass wir bereit sind für deine Wiederkunft. Amen. Danke, ihr Lieben, dass wir das Thema gemeinsam studieren konnten. Es freut mich, dass wir die Sabbatschule gemeinsam machen können. Und es ist was ganz, ganz Wertvolles, wenn wir gemeinsam dann in der Gemeinde uns treffen, um diese Themen zu sprechen, weil da lernen wir ganz viel. Da können wir uns austauschen, da können wir auch Fragen stellen und da können wir ja miteinander interagieren. Und diese Dinge sind so wichtig. Wenn wir darüber sprechen, verändern sie unser Herz. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid in unserer Christ Study Hour, dass wir wieder gemeinsam studieren können. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen von ganzem Herzen. Bis zum nächsten Mal.